Hallo und herzlich willkommen zum Landwehrkanalprojekt zusammen mit Jan, Freddy und dem Nico. Dum, 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 dum. Wir haben einen Fehler Hallo. Gemacht, aber ich glaube, es stört keinen. Ja. Ja, guck mal, mit wie vielen Leuten wir noch im Raum sind. Warte, aber glaube ich alle 3, AFK. 2, 1. Du hast so laut gehustet, so, dass ich echt nicht gehört habe, wie du Leute gemoved hast. Siehst du? Hast du gut gemacht. Sehr witzig. Ja, nach langer Zeit ist der Jan mal wieder dabei. Ja, lang ist her, ne? Und zum ersten Mal hier auf der Landwehrkanal. Absolut richtig. Und ich bin vollkommen überfordert. Das ist mir hier alles viel zu hoch. Und ich meine, mein Gehirn ist heute eh schon gebrannt. Also gerade die Gearbox schreib... ist erstmal Verwirrung. Fickt Gehirne, aber gerne. Ja, nee, ich habe halt heute schön 6 Stunden Elektrotechnik gelernt, ey. Ich sag es dir. Da ist man als Maschinenbauer erstmal fertig danach. Und, kommst du gut voran? Ja, mal schauen. Bin noch nicht so überzeugt davon. Jetzt bist du ja bald durch mit dem ersten Semester, ne? Ich habe aktuell die Prüfung vom zweiten Semester. Ach so, okay. Meine Semester sind ja nur 3 Monate lang. Ach so, ja. Normal sind ja 5, 6, ne? Ja, normalerweise hast du ja pro Jahr 2 Semester und ich habe jetzt im Kalenderjahr 2016 habe ich ja 3. Also ich habe jetzt 2 hintereinander gehabt, habe jetzt dann ein Praxissemester, 3 Monate und habe dann vor Weihnachten nochmal ein Theoriesemester, also ja. Okay. Läuft. Hast ja, noch gibt viel schon zu was tun. Zu tun auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich habe jetzt meine ersten beiden Klausuren hinter mir. Zweiten Semester, also ich habe, wir nehmen hier gerade am Sonntag auf, ich habe Donnerstag und Freitag 2 Klausuren geschrieben. Und darf jetzt geht's ich dich einmal kurz unterbrechen, Jan? Entschuldige ja, bitte. Wer ist denn am Strohfahren? Einer, oder? Also ich sehe gerade. Ja, sonst grubber ich jetzt das auf Feld 37 gleich unter, wenn das... Nee, das macht die Bodenwerte. Aua. Siehst du? Deswegen, also... Wäre vielleicht gut, wenn jemand noch Stroh fährt. Ja. Hm. Oh, was wäre? Also ich bin gerade mit einem war Feld, eigentlich mal hinter einem hinter dem Deutz zugange. Also hinter dem Deutz hängt aktuell eine Seemaschine. Eine Maissäemaschine, ne? Ja, verstehe ich nicht, Entschuldigung. Das ist aber nicht dein Fehler. Ich verstehe nicht, warum da jetzt schon wieder Sachen gemacht werden, die gar nicht... Ja, was meinst du denn? Ja, ich wollte jetzt hier auf 37 noch grubbern und kann ich nicht, weil kein Stroh weg ist. Dann fahr doch hoch zu den anderen Feldern. Ja, bin ich jetzt gerade bei. Jo. Aber dass es nicht erst gemacht wird, das ist gerade so ein bisschen... Wer war denn letztes Mal beim Grubbern beschäftigt? Weiß ich nicht, auf jeden ich Fall... Ich war damit beschäftigt, musste dann alles, greifen, hab glaube das ich, fertig gegrubbert. Gemacht und jetzt wollte ich grubbern. Nein, die 1 noch nicht. Ja, und da bin ich gerade unterwegs zu. Ja, da bist du gerade am Grubbern. Nee, ich fahr da gleich hin. Ja, und was soll ich denn Stroh aussammeln, beziehungsweise wo steht das? Unten am Fachwerkhof müsste er stehen, unten oder? Unten am Fachwerkhof, richtig, ja. Da steht ein wunderschöner alter Bekannter. Ach, Klatsch ist Overheating, ja, weil ich gerade durch die Gegend laufe. Merkt. Nee, das war ich. Ja, ja genau, also das blinkt, dieses Blinkende, wie man es kennt aus dem LS, ist das, wenn du es hast, und diese weiße, das ist dann, wenn irgendwer anders das die Kupplung grillt. Ich fahre gerade Automatik, da passiert das eher selten. Beim 6R darf man das ja mal. Ja. Du brauchst übrigens zu 1 nicht mit dem Grubber hoch. Ach doch, nee, okay. Da machst bin du ich das? Gerade auf dem Weg hin, ja. War da denn schon Stroh eingesammelt? Ja, da ist schon gekalkt. Ja, gut. Und? Na, dann mache ich jetzt eben das Stroh. Das macht Jan gerade. So viel Stroh ist da eh noch. Ja, ich muss hier erstmal. So. Ein bisschen noch die Kupplung überhitzen, oder? Das war ich jetzt gerade, Entschuldigung. Kuppel ich hier was ab? Jung, gleich hast du nur noch einen Klumpen Metall übrig.
Ach, nochmal. Ist ja schon fast wie ein Ladebildschirm. Wäre eigentlich voll geil, wenn du interaktive Ladesequenzen hast. Also wo du irgendwie so ein Minigame hast in der Zeit, wo jemand joint oder so. So ein bisschen Tetris zwischendurch. Das wäre schon cool, ja. Ich würde jetzt gerne die Seemaschine abkuppeln. Senken, aussteigen, Y, kuppelst du Zapfwelle ab und mit Q kuppelst du die Seemaschine ab. Okay. Wenn das nicht geht, musst du einmal X drücken, dass die sich ausklappt, V, dann nicht V wieder hoch, sondern direkt X, dass sie sich dann zusammenklappt, obwohl, nee, bei der passt das, alles gut. Oh, wie findest du die Gearbox bis jetzt so? Ich bin überfordert. Ich glaube, das waren wir alle im ersten Moment. Okay. Es war doch, Leertaste war doch hier Fahrtrichtung wechseln, ne? Ja. Okay, anscheinend ist hier gerade Leertaste Mauskontrolle. Fahrtrichtung wechseln geht nicht so ganz. Ja, das nervt dann. Das hast du nicht umgestellt? Ja, das ist doof. Ja. Dann war es Entschuldigung. Größer, kleiner als war es doch, glaube ich, oder? Was? Fahrtrichtung? Ach nee, das war, nee, das hatte ich mir umgelegt. Nee, das wollte ich nur sagen, das hast du umgelegt. Das war standardmäßig auf Leertaste. Oh Jungs, weißt du, wie teuer dieses Jahr die Kupplungen werden, wenn wir die Gearbox reinnehmen? Brauche ich, glaube ich, pro Schlepper zweimal mehr neue Kupplung. Zweimal? Ja. Aber wenn du die einmal richtig durchglühst, dann hast du keine Kupplung mehr. Ja, aber ich habe ja Nico, der die austauschen kann. Ja, genau. Um die Tastenbelegung umzulegen, muss man im LS raus, ne? Ja. Warte, ich kann den Vorwärtsgang reinmachen. Ah, dieser Fortschritt. Wobei, ja, ich sehe schon, Tastenbelegung Freddy, während des Spiels ändern können. Stopp. Er kann die Wendefahrt rausnehmen. Ich glaube, lange Leertaste drücken, aber echt ist lange. Schon. Ach so. Geht das auch in Verbindung mit Gearbox? Dann weiß ich nur nicht, wie das ist, ob das mit Gearbox sich verträgt, aber muss wohl. Muss man eigentlich Drive Control und Gearbox gleichzeitig benutzen oder geht auch nur eins von beiden? Nein. Geht auch nur Gearbox, aber es wäre schade um die Drive Control Funktion. Naja. Es geht anscheinend nicht raus, weil ich drücke schon sehr, sehr lange. Ja, dann geht's nicht raus. Da musste einmal Motor aus, rechtes Umschalt Ö, dann machst du den Gearbox-Mod raus und dann kannst du lange Leertaste, dann hast du auch die Fahrtrichtung raus. Hat er aber einen normalen Trecker, dann hat er keine Gearbox mehr. Das ist vielleicht sogar besser so. Dann hast du einen normalen Trecker, am besten, Freddy, schaltest du ihm dann auch gleich Allrad und Differenziale zu, dass er einen ganz normalen LS-Standard-Trecker hat. Ja gut, Allrad und Differenziale brauchst du ja eh nicht so oft. Wenn der am Grubbern ist. Ja gut. Obwohl, Allrad habe ich auch immer drin, aber Differenziale halt immer nur zuschalten. Beziehungsweise selbst Allrad mache ich auf der Straße raus. Kostet ja nur Energie, ne? Ja, aber wir haben es ja, ne? Wir haben jetzt die dicken Schlepper. Die dicken Kollegen. Weil wenn wir uns 20 Kupplungen im Jahr leisten können, können wir uns das auch leisten. Ja. Ja. Würde ich auch so. Also jetzt läuft der Motor. Ja? Und jetzt machst du Steuerung Leertaste, dann ist die Handbremse raus. Ja, die Handbremse ist raus. Ich kann mal weder lenken noch Gas geben noch sonst irgendwas. Freddy, hast du ihn ausgestellt? Nee, das hatte ich auch das Problem. Neujoin hilft da nur. Nee. Mach mal, starte mal Motor neu und alles. Sollte auch sich auch so beheben. Also wenn ich den Motor ausmache und wieder anmache, kann ich halt immer noch nicht lenken. Und ich habe noch Sprit drin, ja? Also, das Problem hatten wir auch vor Ewigkeiten mal. Ich erinnere vor mich zwei daran. Jahren. Anderthalb, zwei Jahre her. Damals auf dem ganz normalen John Deere. Ja, dann geh mal in den John Deere und probier mal, ob es dort geht. Wo ist denn der? Der hinter dem Düngerstreuer. Kannst du lenken oder irgendwas? Nö, ich kann gerade gar nichts machen.
Das hatte ich auch. Ja, aber bei Freddy ist das normal, dass bei dir manche Sachen komisch sind. Ich sag nur das Join. Ja, sonst Join eben neu, ist jetzt auch kein Akt, ne? Bist ja nicht Freddy. Ja, dann stell aber auch gleich Leertaste um und Freddy, wäre das möglich, wenn wir entweder Trecker tauschen oder Arbeit tauschen? Na dann können wir Trecker tauschen und oder Arbeit kriegst tauschen. Du auch diesen Hang nur mit 5 km/h hoch? Wo einfach so. Wo bist du gerade? Feld 1. Mit welchem Trecker? Dem Hürlimann und der 6 Meter Scheibenegge. So, bin schneller unterwegs, ich komme hoch, wir können tauschen. Ja gut, da sollte eigentlich besser ein Johnny vor. Da kannst du leistungstechnisch packt er das Ding, das juckt den nicht, aber. Naja, der hat 160 und der Kuba ist mit 160. 220 angegeben. Der hat keine 160. Ja, ja. In der Gearbox steht der Motor mit, lass mich lügen, 252 PS oder sowas drinne. Und die Kupplungszeit ist auch minimalst, also das Ding geht richtig vorwärts. Aber, beziehungsweise Turbolader setzt, glaube ich, schon ab, ich glaube, 60% Motorleistung ein. Und ist dann konstant, also das ist schon ordentlich. Ja. Sagst du, da ist recht wenig Turboloch? Ja, der ist böse. Also ich habe immer das letzte Mal den älteren Johnny von unseren beiden benutzt. 75-30. Mhm. Der hat das eigentlich ganz gut gewuppt. Ja, du. Der wuppt das ja auch, nur es ist eben diese Steigung, die ihm dann ein bisschen zu schaffen macht. Ich schätze mal, der Johnny wird nicht besser abschneiden. Also soll ich jetzt eben wieder connecten, oder? Ja. Ja. Auf jeden Fall, ich habe jetzt kommende Woche, also ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, da es dann gerade die Woche ist, habe ich jetzt 4 Klausuren vor der Brust. Auf jeden Fall ganz Willst angenehm. Du jetzt grubbern, oder? Kann ich machen. Oder hast du natürlich danach auch einiges weg, ne? Ich habe danach alle Klausuren weg, hab dann 6 Klausuren in 2 Wochen. Erst 2, dann 3, dann 4. Und halt jetzt diese Woche Elektrotechnik. Fertigungstechnik ist halt ein Auswendiglernfach, also ja, habe ich heute und gestern Abend ein bisschen gemacht, muss ich morgen dann nach der Klausur nochmal ein bisschen reinhauen, aber das geht an sich. Und dann habe ich Mittwoch frei, das ist ganz nett. Und habe dann Donnerstag und Freitag noch Konstruktion und Festigkeitslehre, das ist nicht so wild, das geht. Hey, ich kann mein Gerät wieder benutzen. Das ist doch gut. Dann kannst du wieder Geld verdienen und lernen. Ich glaube, die 37 waren noch. Der Rest ist ja fertig eigentlich. Ja, gut, aber 37 muss erst Stroh verfahren werden. Gearbox wurde hier aus, ne? Das nehme ich jetzt einfach mal so wahr. Ja, gut. Ja, bevor wir uns noch in die Schulden reißen mit Kupplungswechseln. Ja, stell mal vor, es kommt wirklich so ein Verschleiß- und Schadensmod. Also, ein Schadensmod gibt es ja, aber der ist. Kacke. Wird nicht kommen, da die LS-Physik das nicht berechnen kann. Nee, ich meine als Mod, ne? Nicht. Ja, wird auch als Mod nicht kommen, also nicht so umgesetzt kommen, dass wir den benutzen werden, da die LS-Physik das nicht zulassen kann. Naja, Schaden ist halt so eine Sache, ne? Das ist halt, funktioniert ja generell gar nicht wegen den Kollisionen. So, wo steht der Ladewagen jetzt? Dann würde nämlich L32 jedes Mal, wenn du, wenn ja, dann macht ihr selbst einen Umweg. Ja, erzähl. Das macht ja selbst dann unwegsamerer Weg ziemlich viel Schaden. Ja, das letztes und ein Schneidwerkswagen und ein Schneidwerk, wenn du das Schneidwerk auf Schneidwerkswagen legst, kriegst du Schaden. Wenn du mit einer Ballengabel Sachen auf einen Anhänger legen willst, machst du Schaden. Es ist, oder mit einer Schaufel, wenn du den Frontlader und Schaufel runterdrückst. Aber Verschleiß könnte man eigentlich machen. Einfach über die Fahrzeit, die man eine Maschine benutzt hat. Quasi jede Stunde kostet 1% Schaden oder 0,5 oder so. Und 10% Schaden kannst du dann für 1000 Euro oder so reparieren.
Das wäre möglich, stimmt. Wäre eigentlich auch mal ganz interessant. Ja, aber ich würde sagen... So umgerechnet. Ja. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, hier ist Kreisverkehr. Dann geht's weiter mit Schaden und Gearbox und überhitzten Kupplungen wahrscheinlich auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.